Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein bisschen zu einem anderen Thema. Letztens, wie ich das Q&A-Video gemacht habe, wo ihr mir ganz viele Fragen gestellt habt, sind auch ganz viele Fragen zum Thema Pille absetzen gekommen. Und es waren dann so viele, die sowas wissen wollten und auch verschiedenste Fragen, dass ich mir gedacht habe, es ist wahrscheinlich gescheiter, ich mache ein eigenes Video dazu und sitze mich hin und rede einfach nur über das Thema, als wenn ich die Fragen irgendwo random in ein anderes Video mit hineinnehme. Und das ist auch der Grund, warum wir heute so gemütlich beieinander sitzen, im Chiller-Modus und ja, jetzt höre ich ein bisschen was über die ganze Pille absetzen Thematik und wie es mir dabei gegangen ist. Ganz vorneweg, ihr wisst, was kommt, ein kleiner Disclaimer. Ich erzähle euch da meine Geschichte, wie es mir dabei gegangen ist, meine Hintergründe, meine Beweggründe dafür, dass ich die Pille abgesetzt habe und warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ihr dürft das nicht eins zu eins für euch umlegen. Es ist halt so, euch interessiert, wie es mir dabei ergangen ist und ich erzähle euch das total gerne und was mir dabei geholfen hat. Das heißt halt aber nicht, dass es für jeden gleich ist und die Beweggründe sind auch nicht immer die gleichen, also das darfst du nicht vergessen. Vor allem auch, wenn ich darüber sprich, was mir geholfen hat, zum Beispiel die Hautprobleme wieder in den Griff zu bekommen und so weiter, ist halt auch nicht bei jedem gleich. Ich kann euch da, wie gesagt, eben nur meine Erfahrungen mitteilen, also ja. Das mal vorneweg und dann fangen wir direkt an und ich erzähle euch was zu meiner ganzen Story bezüglich Pille absetzen. Die erste Frage. Geht in die Richtung, warum ich die Pille überhaupt abgesetzt habe und was sie danach positiv für mich verändert hat. Hauptgrund war sicher, ich wollte einfach nicht auf Hormone sein. Ich habe sehr viel gelesen drüber. Die Thematik ist sehr groß geworden im letzten Jahr, vor allem im letzten Jahr oder in den letzten Jahren und Monaten. Ihr habt sie sicher mitbekommen, sonst wären auch nicht so viele Fragen in die Richtung daherkommen. Ich persönlich habe dann für mich entschieden, absetzen zu wollen. Mir ist nicht so gut gegangen mit der Pille. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, je länger ich sie genommen habe, umso mehr Impact hat sie gehabt auf mich. Und ja, ich kann das nicht wirklich beziffern. Ich kann es nicht so genau sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist anders und das ist anders und das ist sicher auch anders. Ich kann einfach sagen, dass dieses overall Feeling, wie es mir innerlich geht, einfach besser geworden ist. Ich bin irgendwie ein bisschen mehr im Reinen mit mir selbst, kommt mir vor. Und mir geht es einfach besser ohne. Hat dann im Nachhinein, also während man die Pille noch nimmt, finde ich, merkt man das natürlich nicht, weil man kennt es halt auch nicht anders. Ich meine, ich habe angefangen, da war ich 15. Jetzt bin ich 25, fast 26. Ich habe die Pille 10 Jahre lang durchgenommen und das ist schon ziemlich heftig, wenn man denkt, es hätte mich auch gewundert, wann das keinen Impact hätte. Also ja, das ist halt der Hauptgrund, warum ich abgesetzt habe. Einfach, weil ich das Gefühl gehabt habe, erstens, ich wollte nicht mehr Hormone sein, zweitens habe ich das Gefühl gehabt, mir wird es dann besser gehen, wenn ich absetze. Und so war es auch. Ja, und dann spielt natürlich auch eine Rolle, Domi und ich, wir heiraten das Jahr im Frühsommer und ja, das Thema Kinder ist halt jetzt nicht mehr so weit weg. Ich sage jetzt nicht, dass wir, weiß ich nicht, schon mega am Basteln sind, aber das Thema ist halt jetzt einfach nicht so weit weg, wie es halt vor ein paar Jahren noch war. Und man weiß halt dann oft nicht, naja, okay, wenn man dann Kinder will und dann setzt man ad hoc die Pille ab, weiß man halt auch nicht, ob es sofort funktioniert. Da hört man halt auch die wildesten Geschichten und so wie ich meinen Körper kenne, weiß ich, dass ich sie auf neue Situationen länger einstellen muss. Und ich wollte einfach zusätzlich, also das ist eher so on top zu dem Ganzen, was ich schon gesagt habe, das ist sicher nicht der Hauptgrund, aber das kommt halt so on top, dass ich halt dann nicht weiß, wie es ist, wenn ich dann absetze,
ob das dann überhaupt funktioniert direkt. Und ich habe mich halt ein bisschen eingelesen in das Thema und habe halt erfahren dadurch, dass in vielen Fällen bis zu 2 Jahre dauern kann, bis das überhaupt das wieder ordentlich funktioniert, so wie es sein sollte. Und bevor ich da riskiere, dann ewig lang warten zu müssen und daran zu verzweifeln, weil es dann lange nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, setze ich lieber bald genug ab. Aber das ist halt so eher on top gekommen. Das war bestimmt kein großer Bewegungsgrund von dem Ganzen. Das ist eher so dazu gekommen und es hat mich nur bestärkt in der Entscheidung, dann wirklich abzusetzen. Die nächste Frage, inwiefern hat sich deine Haut verändert nach dem Absetzen der Pille und von welchem Zeitrahmen sprechen wir dabei? Also das Unangenehmste bei dem ganzen Thema Pille absetzen ist bestimmt die Hautveränderung, teilweise Haarveränderungen, die viele erfahren. Ich bin da nicht ausgenommen gewesen davon. Ich hätte es zwar gehofft, weil man dachte, okay, ich habe eigentlich eine ganz gute Haut. Ich würde hoffen, dass es mich da vielleicht doch nicht so trifft. Ich habe schon die wildesten Geschichten mitgekriegt und gehört von verschiedenen Freundinnen von mir. Ich habe so gehofft, dass es mich nicht trifft, aber ihr wisst alle, dass ich da auch nicht verschont geblieben worden bin. Und so circa noch 2 Monate oder so hat es dann angefangen. Ich habe vorher mega, mega, mega schöne Haut gehabt. Ich war so stolz auf meine Haut. Ich habe mich so gekümmert immer um meine Haut, um meine Pflege und so weiter. Das hat mir halt dann extrem weh da, wie ich gesehen habe, jetzt hat sie verändert, weil ich mir am Anfang gedacht habe, vielleicht verändert sie sich doch nicht. Das war dann leider nicht der Fall. Ich habe dann da links am Kinn, da sieht man nach wie vor noch ein bisschen Pigmentveränderungen, totale Unterlagerungen gekriegt, auf der Stirn ganz viel so ganz tief sitzende, so kugelförmige Pickel, das habe mich sehr an meine Jugend erinnert, vor allem das auf der Stirn, bin ich total anfällig und halt hier und da einzelnes, aber hauptsächlich da auf der Wange links und auf der Stirn. Ich habe extrem gelitten, es hat weh da, es ist total entzündet gewesen und es ist dann auch nicht mit dem Zyklus gegangen, also das war einfach permanent da. Weil ich mir gedacht habe, okay, gut, wenn sich halt meine Haut verändert nach dem Zyklus und ich halt so, wenn ich die Periode habe oder kurz vorher die Unreinheiten kriege, gut, dann kann ich damit leben, wenn es sich dann wieder verändert, aber das war halt nicht der Fall. Das kann ich eigentlich auch noch kurz einwerfen. Viele jammern darüber, dass sie dann die Regel ganz ungleichmäßig kriegen, also vom zeitlichen her, oder dass sie es dann ein halbes Jahr gar nicht kriegen, habe ich auch schon gehört. Das war bei mir nicht der Fall, nur das erste Mal war es ein bisschen verzögert, aber jetzt nichts Beunruhigendes. Also lasst euch da nicht beunruhigen. Ich meine, das gehört natürlich immer alles mit dem Gynäkologen abgeklärt, aber bei vielen kann es einfach vorkommen, dass der Körper braucht, bis das wieder normal funktioniert. Das ist bei mir relativ schnell gegangen, nur habe ich einfach total mit der Haut eben, wie gesagt, reagiert. Ich habe da auch sonst mich nicht zurückgehalten, darüber zu sprechen und das auch zu zeigen, auf Insta-Stories vor allem natürlich. Ich habe dann auch mich ziemlich recherchiert, was richtiges Pickelabdecken betrifft. Ich habe da ein Video dazu gemacht, falls das wen interessiert. Das brauche ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr so heftig. Es hat sich dann, wie lange ist das jetzt her, kurz ein halbes Jahr, ein bisschen länger wahrscheinlich, dreiviertel Jahr, dass ich abgesetzt habe. Wahnsinn, Zeit vergeht. Und es hat sich jetzt das letzte Monat so dermaßen gebessert. Ich spüre einfach, dass sie meine Haut von ölig, Unreinheiten und so weiter verändert hat, wieder auf eher normale bis trockene Haut. Nach wie vor ein bisschen ölig in der T-Zone, also je nachdem, wo ich mich gerade im Zyklus befinde, habe ich eher Mischhaut und nicht so normal bis trocken. Das verändert sich dann doch. Also jetzt merke ich ein bisschen die Veränderungen nach dem Zyklus. Habe jetzt, während, also wie ich die Periode gehabt habe, wieder ein bisschen Hautunreinheiten gekriegt, aber das verheilt jetzt wieder schön und ich weiß, dass in ein paar Tagen wieder so ist wie vorher. Also ich bin mega happy. Also es hat doch Licht am Ende des Tunnels gegeben und es hat sich meine Haut doch wieder gebessert.
Gott sei Dank, weil wenn es so weitergegangen wäre, wäre ich echt verzweifelt, vor allem wenn eine Hochzeit oder die eigene Hochzeit, besser gesagt, auf einen zukommt, dann war halt, habe ich mir nichts mehr gewünscht, als dass das bis spätestens dahin wieder in den Griff zu bekommen ist, weil sonst hätte ich, man kann das alles abdecken, aber man fühlt sich einfach nicht 100% wohl und nicht 100% schön, wenn man mit Hautunreiten zu kämpfen hat, vor allem wenn es früher anders war und man weiß, dass man eigentlich schöne Haut hätte. Bezüglich Zeitrahmen, also so ein gutes halbes Jahr hat sicher gedauert, bis dass sie das wieder eingependelt hat, aber ich muss sagen, so von einem halben Jahr sprechen die meisten. Also mit denen ich so gesprochen habe, die dann Veränderungen in der Haut gehabt haben, die haben eigentlich auch so gesagt, ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja, ist halt auch sehr individuell natürlich wieder. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich halt sehr viel auch von innen geschaut habe, unterstützend zu wirken und von außen, dazu komme ich dann gleich. Und ja, es gibt aber kein Allheilmittel gegen hormonelle Unreinheiten. Also da muss man, kann man zwar unterstützend wirken, aber da muss man dann einfach meistens durch. Das ist leider so, aber, und das muss ich auch sagen, so verzweifelt ich teilweise war und so traurig, weil sie meine Haut so verändert hat. Ich weiß, es klingt schlimm und wahrscheinlich gibt es noch so viel schlimmere Veränderungen und andere, die betroffen sind von Akne in der Jugend und so weiter. Da ist das wahrscheinlich Pipifax im Vergleich. Nur man muss halt immer von sich aus das betrachten. Und für mich war das sehr schlimm. Mir hat das einen gescheiten Dämpfer versetzt und ich war sehr verzweifelt, was das betrifft. Was ich schon eben dazu sagen muss, ist, dass ich es jedes Mal wieder machen würde. Also Pille absetzen meine ich für das, was man quasi dafür bezahlt. Ich würde es wieder machen, weil es ist zwar lästig, ich weiß aber, dass es vorbeigeht. Das ist eine Phase, da muss man durch. Aber es ist einfach so viel mehr wert, dass man ohne Hormone unterwegs ist, dass man den Körper nicht mehr von Hormonen steuern lässt so stark. Ich werde da jetzt nicht großartig erzählen, was die Hormone alles machen. Wenn euch das Thema interessiert, bitte. Es gibt so viele Beiträge dazu online. Lest euch das durch. Aber ich glaube, ihr wisst da sicher Bescheid, weil sonst werden die Fragen nicht daherkommen. Also heißt es, dass ihr sicher auch stark darüber nachdacht oder es schon gemacht habt, zum Mitten in der großen Veränderung steckt. Ja, aber the price you pay, finde ich, ist relativ gering dafür, dass man nicht mehr auf Hormone sein muss. Und ja, das ist halt meine Meinung dazu. Also, there you have it. Nächste Frage. Wie hast du deine Haut wieder in den Griff bekommen? Das ist eine der meistgefragtesten Fragen bei mir am Blog, auf Instagram und so weiter. Wie gesagt, es gibt kein Allheilmittel dafür. Ich kann euch sagen, dass ich von innen geschaut habe, dass meine Haut unterstützt wird und habe auch von außen geschaut, dass ich ein gutes Skincare verwende, immer schön reinige, bin regelmäßig zu Facials gegangen, ich wüsste gerne immer zu Vivian. Ich verlinke es euch da nochmal und habe da immer eine Ausreinigung machen lassen. Das ist richtig, richtig gut und sehr wichtig, dass man sich da immer drum umschaut, selber nicht großartig herumdrucken. Ich weiß, man kann es nicht ganz vermeiden. Ich bin da auch schuldig, was das betrifft. Aber wenn man regelmäßig zu Facials geht, dann kann man das ganz gut vielleicht nicht in den Griff bekommen, weil das macht der Körper schon von selbst, aber man kann es beruhigen und auf ein minimales Maß reduzieren, sagen wir so. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es sicher noch stärker gewesen und hätte vielleicht auch länger gedauert, aber das ist halt auch nur Annahme. Und was von innen betrifft, ich habe mich dann auch, was so Nahrungsergänzungsmittel betrifft, informiert und habe von die Pure Encapsulations Haut, Haare, Nägel verwendet, nehme es nach wie vor. Dann nehme ich 2 Kapseln am Tag und in Kombination dazu von ebenfalls Pure Encapsulations Vitamin A Kapseln. Das ist mir einfach empfohlen worden, dass man die in Kombination nimmt. Na, jetzt ist das verdreht.
dass man die in Kombination nimmt, weil das sehr gut ergänzt. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass sicher sehr gut von innen geholfen hat und auch meine Haare etwas gestärkt hat, weil diesbezüglich habe ich auch Veränderungen gemerkt, dass meine Haare einfach viel sensibler geworden sind. Sie sind ziemlich abgebrochen und ja, mir wachsen da jetzt sehr viele Mini-Haare wieder nach. Also das wird auch wieder. Aber die Kapseln kann ich nur empfehlen. Das ist aber wiederum auch nur für mich. Ich kann das nicht oft genug sagen, was sowas betrifft, was halt Gesundheit betrifft, was man halt Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Da ist ganz wichtig, dass ihr schaut, ob das auch was für euch ist, ob das auf eure Bedürfnisse auch zutrifft. Und ich kann sagen, für mich hat es sehr gut funktioniert, aber es ist wirklich gescheiter. Ich habe mich da auch beraten lassen in einer Apotheke und habe eben gefragt, wie und was und so weiter. Also unbedingt beraten lassen, bevor ihr da irgendwas hineinstürzt, nur weil es ich auch mache. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und was Skincare betrifft, zusätzlich zu regelmäßiger Reinigung und Facials habe ich halt vermehrt Produkte mit Glykolsäure verwendet. Es ist chemisches Peeling quasi und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, verweise ich euch auf ein anderes Video, wo ich auch über Glykolsäure gesprochen habe. Aber es erneuert die Haut, es ist entfernt eure Hautschuppen und es kann so einfach schneller heilen und es kann die Haut einfach befreien von eurer Haut und Verstopfungen, dass eben die neue aufkommt und sie nicht was entzündet und so weiter. Also mir persönlich hat es total gut geholfen. Wichtig ist nur, dass man es nicht verwendet, wenn man total offen ist oder das mega entzündet ist. Also wenn man offen von einem Facial zum Beispiel offene Stellen hat, wo halt eben was zum Beispiel ganz tiefliegende Unreinheiten aufgestochen worden sind, dann sollte man nur warten. Aber ich verwende nach wie vor Glykolsäureprodukte regelmäßig und mir hilft es einfach, dass die Haut viel feiner wird und viel schöner. Und die letzte Frage ist, was machst du, wenn doch einmal ein mieser Pickel daherkommt? Das kommt natürlich vor, kommt nach wie vor vor. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Wiederum gibt es da auch nicht ein Allheilmittel, aber wichtig ist einfach, dass man trotzdem die Haut super schön reinigt, nicht großartig herumdruckt und wenn sie drucken müsst, dann bitte mit einer Taschentuch, okay? Ich weiß, es lässt sich nicht immer vermeiden. Ich kann das eben auch nicht, ich bin eine mega Druckerin, also ich mache das ständig leider. Jedenfalls, ich versuche immer, dass ich mich mega zurückhalte. Und wenn eben dann doch einmal ein Pickel da ist, dann verwende ich eins von den zwei Sachen. Das ist entweder einmal von Origins den Super Spot Remover in dem kleinen grünen Tiegel. Das ist total super für über Nacht. Weil ich trage das dann mit einem Wattestäbchen auf den Pickel und es ist so ein Gel mit Salicylsäure und das trocknet dann ein wie so ein durchsichtiges Pflaster und bleibt drauf eine ganze Nacht. Das heißt, der Pickel wird geschützt, dass kein zusätzlicher Dreck draufkommt, Staub und so weiter und es wird auch geschützt, dass die Creme nicht runtergeht, weil bei anderen Pickel Cremen ist oft so, dass wenn man sich halt dann niederlegt und schlaft und dann schmiert man sich es wieder ab und dann hat man es erst recht nicht eine ganze Nacht oben. Also ist relativ sinnfrei dann das Ganze. Und was auch sehr, sehr gut hilft, ist Teebaumöl. Das ist vom DM, einfach ganz reines Teebaumöl. Das ist sicher auch kein Geheimnis. Das desinfiziert und hat sehr heilende Wirkung. Das trage ich aber eher nicht in der Nacht auf, sondern wenn ich zum Beispiel einen sehr miesen Pickel habe, bevor ich mein Make-up auftrage. Weil Pickel tendieren dazu, dass sie dann auch die Haut so ein bisschen ablöst rundum und eher trocken sind. Und das ist halt eine Kombi aus Pflege durch das Öl und habe auch Desinfizierung und durch die heilenden Eigenschaften eben auch vorbeugend, dass es noch schlimmer wird und man kann halt super drauf schminken, weil auf das kann man nicht wirklich gut drauf schminken, weil man sieht dann
wo das eben eingetrocknet ist. Also da verwende ich dann super gern das Teebaumöl, weil einfach der Pickel besser gepflegt wird und man kann ihn dann auch super schön abdecken. Aber ich habe das auch in dem Video, wo ich das Unreinheiten abdecken gezeigt habe, habe ich das eben auch verwendet und da erkläre ich noch mehr dazu, wenn ihr da dazu noch mehr wissen wollt. Das war's mit den Fragen zum Thema Pille absetzen. Ich hoffe, ich habe alles erklären können. Ich habe alle Fragen beantwortet, hoffentlich, dass keine Fragen mehr offen sind. Und ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ich hoffe, es war sehr informativ und es hat euch persönlich geholfen in einer gewissen Entscheidungsfindung vielleicht oder auch um Hautprobleme anzugehen und so weiter. Also vergesst nicht, dass das eben, wie gesagt, meine Erfahrungen sind, meine Empfehlungen und die halt für mich gut funktioniert haben. Aber alles, was die Gesundheit betrifft, muss natürlich immer abgesprochen werden mit einem Dermatologen, mit einem Gynäkologen und so weiter. Also vergesst es bitte nicht und sonst wünsche ich euch nur einen wunderschönen Tag heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute. Muah.